willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute für den Scania Next Generation aus dem Steam Workshop nochmal dazu. Das heißt Convoy Ready. Ein Add-on-Mod, was jetzt hier wieder geupdatet worden ist. Das heißt, wir haben von außen ganz viele neue Anbausachen, genauso wie im Interieur. Und das möchte ich euch heute hier mal zeigen, was da alles mit dabei ist. So, wir starten mal durch. Also wie gesagt, das ist außen und innen. Deshalb gucken wir jetzt mal, was wir von außen alles so haben. Ich klicke natürlich nur das an, was uns interessiert, was für uns dabei ist. Ich klicke jetzt hier mal dieses Interieurlicht an, dieses Roomlight. Gibt es in zwei Farben, farbenbunt. Dann haben wir hier unsere Standardbügel. Wenn ich jetzt mal den LKW pass mache, ich mache jetzt mal rot. Dann seht ihr hier gleich die ganzen Originalparts von SCS. Gibt es ja hier als Standard. Und jetzt hier in dem Fall auch alles in Paint. Da steht alles schon Paint da. Ne? Klar. Paint. Also alle Bügel, die es jetzt praktisch gibt. Ansonsten habt ihr ja hier die Standard-Sachen, sind ja auch mit dabei. Hier Dragonfly Viking, da gibt's dann nochmal. Aber dann in Chrom. Also das heißt hier so ein optionales Zeug, was ihr jetzt nutzen könnt, dass ihr sagt, okay, ja, das will ich nutzen. Das nehme ich mit. Dann könnt ihr das natürlich auch tun. So, das mal zu dem. Schauen wir, was sonst noch mit dabei ist. Sonnenschild Nummer 2. Das heißt, wir haben hier zwei Slots und da an der Seite ein Slot. Und Custom-Variante 2, der ist noch ein bisschen tiefer. So, was kann ich jetzt hier anbauen? Das weiß ich eben selber noch nicht genau. Das wollen wir uns heute mal anschauen. Ich glaube, hier ist also irgendwelche Anbauparts bzw. Lampen etc. sind hier nicht dabei. Das heißt wiederum, jetzt weiß ich bloß nicht, was ich da anbauen kann. Soll ich jetzt hier, wenn ich jetzt irgendwie eine Funkantenne, die irgendwie schräg weg wäre, dann wäre es vielleicht ganz cool. Aber habe ich jetzt natürlich nicht. Das heißt, ich könnte jetzt mal versuchen, hier ein weißes Michelin-Männchen zu machen. Das wäre jetzt dann praktisch hier so. Ne? Hier oben wird es natürlich eher wenig Sinn machen, weil an der Seite, naja, wisst ihr selber. Die Idee ist gut. Ich könnte natürlich jetzt auch Lampen anbauen, aber das wäre jetzt mal so ein Alternativ. Oder warte, kann ich hier vielleicht auch Lampen anbauen? Mal gucken. Ja, doch, geht. Dann könnte ich jetzt hier sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal, ich scroll mal nach oben und mache jetzt hier so eine schöne kleine Ember-Lampe hin. So. Ne? Dann habt ihr an der Seite eine Positionsrechte und vorne Michelin-Männchen. Sieht schon gar nicht so unschlecht aus, oder? Kann man mal machen. Nehmen wir mit. So, das mal zu dem. Das ist praktisch die Custom-Variante 2. So ein Positionsleuchter dahinter versteckt. Ja, muss man da gucken. So, dann Spiegel. Wie sieht es hier aus? Es gibt natürlich eine Antenne. Die ist dann hier versteckt. Die nehmen wir mit. Gibt es natürlich auch in lackiert und pipablub. Alles, was ihr seht, auch in Chrom, dass auf alle Fälle die Antenne mit am Start ist. Dann kommen wir hierzu. Wolle ist integriert und funktioniert natürlich ganz klar. Das baue ich jetzt hier gleich mal rein. Das muss mit. Ein muss. Meine Stickermod geht auch. Und dann haben wir hier natürlich noch vier verschiedene Schriftzüge. King of the Road, Safety Driving, Scania Fast Power und dann hier nochmal so ein anderes Logo. Und dann könnt ihr dann hier hinkleben. Das ist auch schon mal ganz was Feines. So, dann nehmen wir das mit. Was haben wir da noch? Mal alles ein bisschen durchklicken, weil ich einfach mal gucken. Wir gucken einfach mal, was haben wir hier noch lackiert. Das nehmen wir mit. Das bleibt doppelt, das doppelt gemoppelt. Moment. So. Was haben wir da? Das bleibt auch alles. Einfach ein bisschen durchschauen hier. Einfach mal durchgucken. Was haben wir denn? Was haben wir noch nicht? Da muss man ein bisschen durchklotzen hier. Ne? Das nehmen wir mal exclusive. Passt. Scheinwerfer bleiben auch lackiert. Wie sieht es hier unten aus? Dann nehmen wir natürlich die lange lackierte Variante. Ah ja, gut. Dann haben wir unten den Bügel. Unten gibt es natürlich auch in Paint. Und sogar noch mit mehr Slots. Könnt ihr hier gleich sehen. Genauso den Samurai. Dann haben wir den Sting, den Dragonfly, den finde ich ganz gut, weil dann hier unten gleich das Kennzeichen mit dabei ist hier in der Mitte. Ne? Bin zwar kein Fan von diesem Chrom-Gedöns, aber dann kann man halt diese hier nehmen, aber ist auf alle Fälle mit dabei. Also hier volle Variante, volle Hütte, sucht euch aus, was ihr braucht, das ist cool. Was jetzt hier nicht dabei ist, das sieht man auch gleich, wir haben keine Bullenfänger mehr mit. Ach doch, hier sind sie. Entschuldigung, ich hätte gedacht, es sind keine Bullenfänger dabei. Sie sind aber Standard, also da ist nichts verändert worden, da ist nichts dabei, da müsst ihr dann selber gucken. So, also das mal zu dem. Schmutzlappen sind klar. So, hier Lampenanbauen ist glaube ich auch klar, brauche ich nicht erklären. Dann gehen wir mal weiter, wir scrollen mal ein bisschen rum. Was haben wir denn noch alles, was kommt uns noch so entgegengefleucht? Hier, das ist auch exclusive, lackiert. Müssen wir ein bisschen durchklicken hier. Ne? Ich sage, das ist, muss man suchen. Was haben wir da noch? Original Auspuff, lasse ich jetzt mal weg. Typ D. Also die lackierte V8 Typ D. Das heißt, wir haben hier Slots, da Slots. Ist mit dabei, haben wir noch eine andere? Grau, lackiert, V8, nee. Also dann haben wir hier praktisch nochmal, das heißt, ihr könnt hier nochmal Lampen anbauen, wenn ihr wollt. Dann machen wir das natürlich. Ja, wir bauen jetzt hier mal ein paar Lampen an, dass es gleich mal noch was aussieht. So, Moment, da noch und check. So, dann bauen wir natürlich noch eine Eisbuff-Orange. Die ist nämlich variabel. Dann bauen wir da noch was hin. Da, nandu. Könnt ihr natürlich auch, wir haben ja hier, das ist ganz gut, bei den LED-Bombenlampen gibt es ja diese,
sind hier mit dabei, ja. Die Blinker, genau, die Blinker, ne? Da könnt ihr die auch noch anbauen, wenn ihr wollt, wenn lieber man Lampen nutzt, aus dem Steam Workshop übrigens. Dann könnt ihr die hier praktisch schön dran bauen und dann blinken die natürlich mit. Klar. So, dann was haben wir hier noch? Das bleibt alles gleich. Gucken wir mal, was wir hinten noch haben. Da haben wir hier noch Standard, Kunststoff. Das ist alles klar. Lackiert, das ist nicht mehr dabei. Ist gar nicht V8. Da haben wir nichts mehr. Gut, dann so erstmal zum Außenpart hier. Kommen wir mal ins Interieur. Da habe ich ja gesagt, hier haben wir ein bisschen was mit dabei, was ich euch zeigen möchte. So, das ist unser Standardinterieur, wie wir es schon kennen. Hier sehen wir schon ein bisschen ein Gehölz, ein Holzstamm reingeklebt mit Lautsprechern. Zumindest sieht es schwer raus. Haben wir hier Light, wir haben Dark, wir haben Light Edition, wir haben Holzoptik, das ist dann wieder von vorne. Dann haben wir die Blue Edition. Das ist das, was jetzt hier praktisch mit dabei ist. Blue. Blue, Double, Deep, Bubble, Die. Also habt ihr Blue mit dabei, dann habt ihr noch die V8-Variante. So ein bisschen so prallen. Dann White, das ist auch praktisch hier mit dabei. Genau, ich würde mich aber jetzt auch immer für die Blue-Variante entscheiden. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Passt jetzt zwar nicht zum Roten, aber ist ja Bockwurst. Ist ja nur zum Gucken. Ne? So, was haben wir noch? Wir schauen mal, was können wir alles machen. Ich sehe Wallis Interieur Add-on. Sieht schwer dann raus, das funktioniert. Ich guck mal hier auf Wallis Interieur gedöhnt. Würde klappen. Hier haben wir auch nochmal King of the Road hinten draufstehen. Denn hier haben wir nämlich blaue, warte mal. Haben wir auch noch so blaue Gardinen. Die sind hier praktisch gleich mit inklusive. Ne? Ich hab da noch King of the Road draufkleben. So, das mal zu dem. Haben wir sonst noch was mit dabei? Ich muss einfach mal durchklicken. Ich habe es jetzt hier nicht ganz rauslesen können. Oder vielleicht fehlt mir auch die Zeit. Hier, Zion, Orange und Original. Wir haben, glaube ich, genommen dieses Zion Light. Dann nehmen wir das natürlich auch, weil es dann hier auch so ausleuchtet. Das finde ich ganz spannend und auch ganz interessant. Das schauen wir uns dann im Lichttest mal genau an. Das waren die Schriftzüge. Dash Table, auch in Blau in dem Fall, weil ihr ja dann das blaue Interieur nimmt, nimmt ihr Rot, dann habt ihr halt Rot. Auch klar. So. Wie sieht es hier aus? Smoke. Was heißt das? Smoke? Ich habe keine Ahnung. Ist einfach so ein bisschen so. Ich nehme es jetzt einfach mal. Ich nehme es jetzt mal und dann gucken wir doch mal, inwiefern das dann hier aussieht. Ne? So, hier, das lassen wir einfach mal hier, da will ich gar nicht lang rumfriemeln. Kabinen-DLC an sich hat ja mit dem nichts zu tun. Genau. Und dann müssten wir eigentlich, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, müssten wir eigentlich erstmal. Ja, dann sind wir erstmal so durch. So, wir starten mal durch. Wie gesagt, Interieur ist jetzt hier blau, was man jetzt hier, glaube ich, schon ganz gut erkennt. Wir haben oben dieses Zion. Was habe ich überhaupt gesagt? Farbe, die Zion-Farbe ist schon mit dabei. Hier sieht man es auch ganz gut. Normal ist sie ja rot. Die kann man jetzt hier praktisch austauschen in diesen Zion oder in Orange. Da schauen wir uns dann aber im Lichttest nochmal genauer an, wie das dann hier so ein bisschen alles ausleuchtet. Ne? Finde ich aber schon mal eine gute Idee. So, ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen angebaut, wo ich gesagt habe, ja, das sieht ganz gut aus. Aber da könnt ihr natürlich flexibel sein und könnt ihr natürlich anbauen, was ihr wollt. Aber habt ihr ja soweit erstmal gesehen. Ne? So, Scheibenaufkleber finde ich ganz gut. King of the Road. Das passt, das sieht gut aus. Und hat doch was. Ne? Also sehr schön mit den Scheibenaufklebern hinten. Gucken wir mal, was da noch so leuchtet, was noch so funkelt. Die ganzen Paints, Paintbügel und so. Eine Funkantenne finde ich auch immer ganz klasse. Gerade wenn man Funk nutzt im Interieur, sieht es natürlich auch ganz gut aus. Jetzt schauen wir uns mal einen Lichttest an. So, Standlicht ist klar. Da sehen wir unser Positionslicht vor der Sonnenblende. Machen wir das Standlicht dann, Abblendlicht. Das passt soweit. So, und dann Fernlicht wäre dann so. Warte mal, habe ich jetzt fast vergessen? Moment. Machen wir hier nochmal die Zusatzbeleuchtung an. Jawohl, jetzt sieht das nochmal besser. Blick, jetzt sieht das so auch besser aus. So, also das King of the Road im Scania leuchtet auch. Was auch wiederum gut ist, dass es an der Scheibe nicht leuchtet. Solche Mods hatte ich nämlich auch schon, dass ich hier einen Scheibenaufkleber drin hatte, der dann nachts leuchtet, was sehr unrealistisch ist. Ne? Aber das hier im Hintergrund sieht, glaube ich, ganz cool aus. Auch Wallis Interieur Mod funktioniert hier tadellos. Hier nochmal die Positionsleuchte an der Seite. Die finde ich ganz süß eigentlich. Ne? Das sieht ganz cool aus. Die Michelin-Männchen, finde ich, kommen auch gut rüber dort oben an der Sonnenblende. Auch wenn sie jetzt hier die Positionsleuchte ein bisschen verdecken, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. So gesamtmäßig sieht das alles ganz hier fliegt aus. So, an hinten, ja gut, Positionsleuchte an der Seite ist es, glaube ich, an der Seitenverkleidung. Hinten haben wir ja eh nichts. Das ist soweit gut. So, Interieur. Jetzt, wo ist mein Lenkrad? Da ist es. Zack. Wir fahren jetzt mal dahin, wo es dunkel ist. Denn im Dunkeln lässt es bekanntlich gut munkeln, richtig. So, ist jetzt in dem Fall jetzt mal hier. Das reicht schon. Also seht ihr dieses Zyanblau, da leuchtet es raus. Hier sieht man es ja nachts, sieht man so viel besser, wenn ich das Interieurlicht jetzt mal anmache. Das leuchtet dann hier auch nochmal blau aus. Dann habt ihr alles noch ein bisschen, finde ich, das sieht richtig gut aus. Mir gefällt das. Dann haben wir hier alles blau. Oh, vielen Dank für ein Abo. Das ist immer toll, wenn man in der Mod-Vorstellung ein Abo bekommt. Vielen Dank für ein Abo, wer auch immer da gelassen hat. Ne? Grüße an alle Abonnenten.
Wer möchte, darf gerne natürlich noch ein Abo da lassen. Dankeschön. Toll. So, aber wie gesagt, das gefällt mir richtig gut hier mit diesen Zyan-Blau-Dingsbums-Gedöns hier. Ne? Toll. Sehr schick. Sehr, sehr, sehr schick. So. Ja, im Interesse sieht man es auch noch ein bisschen hier. Sieht man, ich mache mal die Rundumleuchte aus, dann geht sie wieder aus. Klar. Also müsst ihr euch entscheiden, Rundumleuchte ja, nein. Oder halt dann mit diesem Zyan oder Orange gibt es ja auch noch mehr. Aber das mal so zum Lichttest. So, dann kommen wir zum Fazit zum Scania Next Generation Add-on-Paket. Jetzt muss ich Gas geben, bevor der Bus kommt. Halt, stopp. Erste Kuchen, dann die Kaffeefahrten. Genau. Also, wie gesagt, aus dem Steam Workshop, gerade für unsere Convoy-Fetischisten, genau das Richtige für euch. Denn dann könnt ihr das nutzen hier mit diesem King of the Road zum Beispiel. Sieht ganz schön aus und das dann Multiplayer dann gemeinsam mit euren Kollegen zu fahren, sieht bestimmt auch ganz gut aus. Und natürlich die ganzen Anbauparts, was da dabei haben. Alles in lackiert und Chrom, das finde ich immer ganz gut, wenn man nicht nur alles in Chrom hat, sondern auch hier die Möglichkeit hat, das in Wagenfarbe zu haben. Ne? Was mir persönlich gut gefällt, ist wirklich die Sonnenblende. Die hat mich jetzt überrascht, finde ich gut. Mit dem Michelin-Männchen, vor allen Dingen im Lichttest, ist sie wirklich gut rübergekommen. Genauso mit diese zwei Positionsleuchten an der Seite. Finde ich irgendwie schick, hat was. Finde ich gut. Dann Scheibenaufkleber sowieso, macht von Haus aus was her. Funkantenne ist auch gut. Und im Interieur, wenn ich jetzt hier mal so reingucke, mit dem ganzen Blau, finde ich auch klasse. Dann habe ich schon gesagt, Blau und Weiß das Interieur. Das ist hier das, was ihr an Möglichkeiten habt fürs Interieur. Dieses Cyan hier, diese Farbe, die finde ich richtig schick. Die kommt auf Nacht richtig gut. Vor allen Dingen, wenn ihr dann noch das Interieurlicht anmacht über die Taste O, dann leuchtet das hier hinten nochmal ein bisschen blauer aus. Finde ich auch ganz schön. Ne? Könnt ihr dann natürlich auch in Orange nehmen. Da müsst ihr mal gucken. Vielleicht gibt es ja mal ein Update mit mehr Farben. Aber das finde ich jetzt erstmal soweit cool. Und vor allen Dingen, dass man das dann hier unten auch nutzen kann und abändern kann. Das finde ich ganz gut, weil sonst wäre das hier unten rot gewesen, oben dieses Türen und dann wäre es natürlich doof gewesen. So, aber das passt. Und Wallis Interieur Add-on funktioniert natürlich hier trotzdem noch. Tolle Geschichte. So, und wenn ihr noch Fragen habt zu dem Mod, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren im Video oder im Steam Workshop. Link dazu alles in der Beschreibung. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch wie immer knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.